Oh mein Gott, Zygarde 10% entwickelt sich. Oh mein Gott, es transformiert sich zu... Nicht Zygarde? Okay. Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Pokémon Wi-Fi Battle, meine Friends, gegen euch. Und heute, Leute, wie ihr vielleicht schon im Intro gesehen habt, spielen wir mit einem kompletten Evoli-Team. Und ja, dieses Team ist mir sehr, sehr ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Ich feiere die Pokémon alle extrem. Sie haben alle ihren eigenen Charme, meiner Ansicht nach. Und ihr könnt in Zukunft wieder öfter mal Wi-Fi Battles bzw. Pokémon Online Battles hier gegen euch mit mir erwarten, Leute. Denn ich habe jetzt Möglichkeiten, ein paar mehr Battles zu machen mit mehreren Teams, mit verschiedenen Teams. Und ja, ich würde sagen, ihr kennt das ganze Prozedere, Leute. Wenn euch das gefällt, dann drückt den Like-Button und schreibt auf jeden Fall Teamvorschläge für ein neues Team in die Kommentare. Unten einfach rein, Leute. Ich habe zwei knackige Battles für euch aufgenommen. Und ja, ihr könnt natürlich wieder bestimmen, ob ich weiterkämpfen soll oder nicht. Und ihr könnt ja mal gerne was zu meiner Team-Preview sagen, die jetzt folgt. Von daher, meine Friends, starten wir rein in unser Team. Hier ist schon mal das allererste Pokémon, Leute. Und zwar ist es das gute Cyana, a.k.a. nicht Zygarde. Cyana spiele ich in dem Sinne einfach nur als, ja, als Lead, würde ich sagen. Mit Attacken wie Lichtschild, Reflektor und Magiespiegel soll es den Gegner richtig ärgern und mit Lichtleben natürlich die jeweiligen Screens verlängern. Physische Attacken wie Psychokinese und Zauberschein sind dabei ebenfalls noch dabei, mit einem Spezialangriff, der ebenfalls ziemlich gut ist. Das genaue Gegenstück zu Cyana ist das gute Nachthara und die gute Wall muss natürlich dabei sein. Ganz klare Sache. Diesmal mit Wunschtraum, Schmarotzer, Vitalglocke, Schutzschild. Ein sehr defensives Set, aber ich sage mal, die Vitalglocke wird eine sehr, sehr wichtige Rolle in meinem Set spielen. Weil ich habe nichts gegen irgendwelche anderen Pokémon. Ich habe nichts gegen Tarnsteine, ich habe absolut nichts gegen Klebenetz, ich habe absolut nichts gegen Hazards. Ich bin da aufgeschmissen. Wenn ich dann noch Toxin verbrannt werde oder sogar eingeschläfert werde, da brauche ich auf jeden Fall die Vitalglocke, um mich jeweilig nochmal zu retten in dem Sinne. Von daher, wichtiges Pokémon. Als nächstes haben wir das gute Aquana dabei. Wieder mit den Überresten Siedewasser als offensiver Move, um vielleicht eine Burn rauszukitzeln. Toxin, sehr wichtig für stallige Pokémon, da wir auch nicht so die heftige Durchschlagkraft haben mit diesem Team. Schutzschild, um wieder zu stallen mit Toxin-Überreste, ihr wisst, das ganze Prozedere. Und Wunschtraum, um natürlich jeder andere Pokémon gegenzuhalten. Ist ähnlich auf wie Natara, meiner Ansicht nach, aber es tut meiner Ansicht nach den Job fast besser mit Siedewasser und Toxin. Und Harzwurfsauber, um die ganzen Wasserattacken abzufangen. Von daher, solides Poke. Als nächstes kommt der gute Zeus, der Donnergott. Und zwar mit Voltabsorber, einem massiven Initiativewert und einer guten Spezialangriff. Donnerblitz, Voltwechsel, Ampelleuchtung und Kraftreserve Eis sind auf diesem Pokémon vertreten, um so viele Pokémon wie möglich rauszunehmen. Natürlich Voltswitch, um einen schnellen Switch zu machen. Und dabei das Wahlglas, um massiven Damage auszuteilen. Das Pokémon ist schon schnell genug, meiner Ansicht nach. Von daher habe ich es mal nicht gescarft gespielt. Und das Wahlglas hat einen guten Job gemacht, meiner Ansicht nach. Als nächstes kommt der schnittige Lauch, aka Schnittlauch, aka Fulipurpa. Fulipurpa ist ein krasses Pokémon. Leider können wir hier seine Fähigkeit Chlorophyll nicht zum Einsatz bringen. Aber Attacken wie Schwerter, Slowpoke, Kreuzschere und Synthese sind Attacken, die in Ordnung sind. Lebensorb, um ein bisschen mehr Damage auszuteilen, ist natürlich auch am Start. Ich hätte natürlich irgendwas Geileres auswählen können, aber ich habe dieses Set jetzt erstmal random gebastelt und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Warum ich Fulipurpa genommen habe und nicht Glaciola, ganz klar, ich brauchte noch ein paar physische Pokémon und mit Fulipurpa bin ich meiner Ansicht nach besser dran als mit einem Glaciola. Glaciola wäre zwar auch krass gewesen, hat zwar auch bessere Attacken und alles, aber ich habe Blitzer mit Kraftreserve Eis, was auch ebenfalls ziemlich schnell ist und ziemlich stark ist dadurch und deswegen habe ich gedacht, okay, nehmen wir lieber ein physisches Pokémon zusätzlich nochmal mit, was ich jeweilig hochboosten kann mit Schwertanz. Das werden wir auf jeden Fall gebrauchen, habe ich mir gedacht. Und zu allerletzt natürlich der MVP, Felinara. Und zwar ist es ein Pokémon, was ich von einem Abonnenten bekommen habe. Und zwar ist das von dem guten Felix, meine ich. Der gute Felix und die gute Muffin haben wir beide ein Felinara gegeben für dieses Battle hier. Danke nochmal an euch. Und ja, das Felinara hat mich echt von den Socken gehauen. Feenstich natürlich, um ganz normale Attacken zu Feenattacken zu machen. Mit Schallwelle, Hyperstrahl, Gedankengut und Psychoschock. Der Move klingt zwar irgendwie einseitig, sehr, sehr offensiv, aber mir gefällt das. Mir gefällt das sehr. Und zwar mit den Überresten, mit den jeweiligen Gegenhalten, Gedankengut, sich hochpumpen und dann jeweilig immer dann mit Schallwelle oder Psychoschock Schock einfach Damage des Todes austeilen, Leute. Aber meine Friends, wir wollen durchstarten. Ihr wollt die Kämpfe sehen. Von daher, 3, 2, 1, let's go und viel Spaß. Boom!
Boom, Leute, da haben wir unser erstes Match. Was zur Hölle? Bruh. Alter, der rastet ja richtig aus. Darkrai, Kangama, Serpiroyal, Rayquaza, Lucario und Flambirex. Und davon haben nur drei Pokémon und Item dabei. Komm, soll ich jetzt auch drei Pokémon nur nehmen? Ich meine, er hat fucking U-Boss. Ne, Leute, komm. Unsere Armee aus den Ebulis werden jetzt diese Uber-Armee platt machen. Und zwar fangen wir an, würde ich sagen. Okay, wenn er mit Darkrai anfängt, wird das richtig scheiße. Darkrai. Wenn er mit Darkrai anfängt, kann ich auch keine Screens rauslegen mit Tiana. Ah, wir haben Magieschild. Easy. Klar fange ich mit Tiana an. Tiana, Magieschild, Screens rauslegen und Ende, mein Freund. Ende mit 6 Pokémon mit. Wir haben alles richtig gemacht. Hätte auch sein können, dass er nur 3 mitnimmt und die anderen 3, die kein Item haben, da lässt. Hätte auch sein können, wie gesagt. Und ja, wir starten mal. Geh den guten Dominik. Dominik, zeig mal, was du hast. Wir haben auf jeden Fall einen Zugarde. Guck, es funkelt und glitzert. Was hast du? Okay, du hast Hong Ching Chang Reis, a.k.a. Kangama. Okay, ein Kangama aus Japan. Okay, mein Freund. Dann guck mal, ob du das hier schmecken kannst. Reflektor! Es ist kein Mega-Kangama, okay. Wie viel Damage machst du denn, mein Freund, jetzt? Mega-Hieb! Für Mega-Hieb musst du aber in die Mega-Entwicklung gehen, mein Freund. Anders macht das keinen Sinn. So, Lichtschild. So, und was tust du jetzt, wenn er jetzt mit Durchbruch kommt? Ey, das wär sick, aber das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Knirsch. Oh, okay. Das macht ein bisschen mehr Damage, aber auch nicht krass viel. Okay. Du hast deinen Job getan. Nichts gerade. Ich würde sagen, wir switchen aus. Und zwar predicten wir jetzt einfach mal. Ich würde schon mal Sylveon einwechseln, weil wir haben auch gute Def-Werte meiner Ansicht nach. Das ist voll in Ordnung von den Def-Werten. Ja, Special Def ist auch voll in Ordnung. Ja, Sylveon klingt eigentlich nach einer weisen Wahl. Selbst ein Knirscher würden wir resisten. Von daher machen wir das einfach mal. Und dann können wir auch gut Damage austeilen dann. Beziehungsweise können wir uns auch jeweilig auch hochboosten mit Gedanken. Gut, solange die Screens draußen sind. Das ist eigentlich ziemlich nice. So, da ist die Bandpower. Doppelschlag. Okay, das macht aber nichts, mein Freund. Voll, das war sogar ein Crit. Das Ding ist bloß, was mich ein bisschen ärgert an Sylveon. Es ist arschlangsam. Das ist halt das Problem kann dabei. Wir machen mal einen Gedanken gut, gucken, was er jetzt tut. Hey, es reimt sich, Alter. Ich bin ein richtiger Reimer Keimer. So, was tust du, Alter, Rainer Kallmund? Sein Baby, der springt so hoch. Ich finde Kangama echt ein krasses Pokémon. Keine Frage. Und für mich gehört Kangama auf jeden Fall in die Kategorie. Kangama braucht einfach eine Vorentwicklung, Leute. Es kann nicht sein, dass, wenn ein Kangama und ein Kangama Eier machen, dass da ein Pokémon rauskommt, was ein Baby in sich hat. Es geht einfach nicht, Leute. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. So, einmal Gedanken gut. Und ich würde sagen, das Kangama hauen wir jetzt einfach mal weg, ey. Das stört mich auch jetzt so ein bisschen schon. Das stört mich jetzt so ein bisschen. So, Full Heal wieder fast. Einmal Gedankengut gespammt. Ich würde sagen, gehen wir auf Schallwelle, macht mehr Damage, ne? Ja, gehen wir auf Schallwelle ganz normal. Knirscher. Digga, das resisten wir doch! What? Dude! Was? Schallwelle, weg mit dir! Weg mit dir einfach, ey! Oh, da wollen mich hier Passanten zum Kampf herausfordern, sehe ich gerade da unten in dem Bildschirm. Immer diese Passanten, die wollen mich mal angreifen, Leute. Das ist wie in der Stadt, wisst ihr, ich laufe da frei rum einfach durch die Stadt. Und dann greifen mich irgendwelche Passanten einfach an, ey, wie random ist das, ey, warum steht das da unten? Ein Passant hat dich angegriffen, er hat seine Handtasche in dein Gesicht geworfen. So, und das war's für Kangama. Get out the trash! Kangama ohne Megastein, das ist nicht so cool. Komm, bring deinen Big Boss Darkrai rein und den machen wir dann kaputt, Alter, komm, zeig her. Zeig her den Lachs. Den locken wir so weg jetzt. Oh, wir haben nur eine Feenattacke dagegen, ne? Egal, er kann nichts gegen uns tun. Nix. Rayquaza! Oh no! Und er hat die Schleife! Und er hat Klimaschutz! Okay. Okay, Rayquaza. Du denkst, du hast eine Chance gegen mein Pokémon? Bist du sicher? Dann spür die Schallwelle in dir. Die bitte. Oh no! Es ist tatsächlich ein Rayquaza und wum! Das wird uns jetzt erstmal rasieren angeblich. Delta Wind. Wenn das jetzt noch ein gescheustes Rayquaza mit Wutanfall oder sowas oder Zenitstürmer. Ist auch so krass, ne? Dezent. Die Attacke habe ich seit Wochen, Monaten nicht gesehen, ey. Ah,
macht aber nicht so viel, mein Freund. Das macht aber... Oh, Verteidigung senkt. Und Spezialverteidigung sind... Und unsere... Attacke trifft einfach! Time to say goodbye, Big Dragon! Ah, nice, man. Sag euch, Leute, Filinara OP einfach. Filinara OP, Filinara OP. Mega chillig. Ich weiß natürlich, dass es jetzt hier wahrscheinlich höchstwahrscheinlich keine hochkompetitiven Pokémon sind. Meine sind auf EV, DV trainiert. Aber das habe ich euch gesagt, Leute. Ich werde hier jeden Battle annehmen, egal von wem es ist, weil viele wollen auch mal im Video einfach so sein Schlummerort. Ich hätte das predikten können, ich nämlich einfach auf Tiana gegangen wäre, ne? Aber nein. Nein, nein. Habe ich nicht dran gedacht. Ich habe gedacht, komm, ist ein Unlicht-Pokémon. Hauen wir so weg. Aber nein. Der Zero macht natürlich nicht das, was er will. Ja gut, Reflektor ist auch weg. Albtraum. Oh, er saugt uns aus. Er saugt uns aus. Gehen wir für eine Schallwelle. Wie lange schlafen wir überhaupt da bei dem... Weiß es nicht. Ich kann auch einfach auf Nachtara gehen und Vitalglocke machen, ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Wo machen wir das? Machen wir einfach das, würde ich sagen. Komm. Sylveon, du hast deinen Job gut getan. Auch wenn du Gedanken gut draußen hast, ist mir das gerade relativ. Und wir lassen Xerneas sein! Shiny Xerneas, ganz klar. Nachtma. Nachtma. Nix Nachtma, Alter. Tschüss, Lichtschild. So. Und wir machen jetzt eine Vitalglocke. Leute, 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 Vitalglocke! Okay, es switcht aus. Das ist jetzt echt bewundernswert. Lucario. Okay, vielleicht kann er Schmarotzer oder sowas predicted jetzt, der vielfach resistent wäre. Aber wir setzen einfach Vitalglocke ein. Bling, 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 bling. Und Sylveon ist wach. So, und dann wechseln wir wieder aus. Würde ich schon fast sagen. Auf. Warte mal, was denkt er denn jetzt, was wir machen? Wenn er jetzt auch denkt, dass wir ausswitchen. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal straight... Einfach mal drüber. Klar wechsle ich aus. Er wird mit einer Kampfattacke kommen. Ganz klar wird er mit einer Kampfattacke kommen. Was laber ich da? Jetzt wieder Sylveon ein. Wir setzen einfach Sylveon ein, my friend. Was willst du dagegen tun? Nix. Du haust einfach mit deinen Fäusten auf eine kleine liebliche Fee. Bing. Aurasphäre. Oh, Lucario. Autsch. Das juckt mich so gar nicht. So überhaupt nicht, mein Freund. So, wir heilen uns auf. Und ich würde sagen, wir machen einen Psy-Shock. Mal gucken, ob er damit rechnet. Nein, er rechnet. Aber der Gift-Hieb! Er hat den Gift-Hieb! Oh, shit! Du hinterlistiger Hund, Alter. So, Psy-Shock. Boom! Und der Damage ist... What? What? Der Damage ist nichts. Damage ist einfach nichts. Das ist krass. Das ist krass wenig. Jetzt ein Übeltal ein, Leute. Wir brauchen jetzt Übeltal. Brauchen aber jetzt Übeltal. Das legendäre Aquana. Ganz klar. So, Aquana. Gift-Hieb. Bam, 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 bam. Kein Gift. Mann, wie kann er so Glück haben? Digga, ist nicht dein Ernst. Ah, Mann. Gehen wir aber straight für ein Siedewasser. Hoffen auf Burn, das wäre ganz schön. Komm, Burn, 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 Burn. Lass mich auch mal Hexcloud haben. Nein, ich krieg natürlich kein Glück. Kein Glück. Kein Nichts. Nein! Obwohl, kommt erst die Vergiftung oder erst die Überreste? Kommt erst die Vergiftung oder erst die Überreste? Überleben wir jetzt mit den Überresten das? Das überleben wir nicht. Das überleben wir nicht. Nein, schade. Ich hab noch so gehofft, ey. Mann. Nur wegen dem verdammten Hex. Wäre das Ding rausgenommen, locker. Locker easy. Warte mal. Jetzt ein Zeus sein. Scheiß. Zeus. Kann überlegen. Einfach für einen Wohl-Switch zu gehen und mir Switch-Advantage holen dann. Ne, ich muss ja erst einwechseln, ne? Ich würde sagen, wir gehen erstmal straight für den Thunderbolt. Wir sollten schneller sein, wir holen das Ding raus. Massive Damage. Ja, jetzt noch nicht schnuppert, Leute. Den schnuppert er jetzt noch nicht. Er weiß noch nicht, dass wir gechoiced sind. Das wird er gleich jetzt merken.
Schön, Wahlglas natürlich, Wahlglas, Blitzer. Finde ich meiner Ansicht nach ganz cool, besser als, Wahlschal. Wahlschal ist schnell, aber Blitzer ist an sich schon echt ein krasser Typ. So, Flammenbierek, Flammenbierek. Kann das Ding Erdbeben? Ich glaube, das Ding kann Erdbeben, richtig. Aber ich habe auch keinen Switch, glaube ich, dafür, oder? Nö, habe ich auch nicht. Ich kann höchstens auf Nachtara switchen, aber nach Nachtara kann ich dann auch nichts Vernünftiges machen, weil er auch Typ Kampf ist. Nö, ich bleib erstmal so, wie es ist. Hau einen Donnerblitz raus, ist ein Two-Hit. Mit Glück. Locker roter Bereich. Nee, leider noch gelb. Es kommt der Erdbeben, wie gedacht. Aber wie gesagt, ich habe nichts für den Erdbeben, Leute. Es kann nichts ein Erdbeben tanken von mir. Nichts. Zumindest, es könnte etwas ein Erdbeben tanken, aber ich wüsste nicht, was ich da machen sollte. Das ist es halt, ne? Ist halt das Problem. Nicht zu gar, das setzen wir einfach ein. Würde ich sagen, drücken wir einfach mal jetzt einen ganz chilligen Psychokinese und dann nimm das Ding raus. Ja. Step Psychokinese ist auf jeden Fall stark. Sind wir schneller als das Ding? Sollten wir eigentlich, meiner Meinung nach. Aber abwarten. Wir sind schneller, okay. Und das war's. Plumberex ist down. Tüdelü! Butz! Da fällt das Schwein zu Boden. Na, was kommt nun? Was tun nun, Seppi Royal? Mit Umkehrung wahrscheinlich. Ah, dreckiger Hund, du. Dreckiger Hund, du, mein Freund. Deswegen müssen wir schnell loswerden eigentlich. Von daher, Schnittlauch! Wir brauchen Schnittlauch! Komm schon. Anzahl AP, 19 AP, Alter. Wow, du hast AP, Alter. Bist du AP mein oder was? So, Schnittlauch. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Versteht ihr? Blätterstumm, okay, es ist Umkehrung. Umkehrung! Das macht gleich massiven Damage. Okay. Wir brauchen einen Plan, Zero. Wir brauchen einen Plan. Soll ich einfach eine Kreuzschere drücken? Wir drücken einfach eine Kreuzschere, okay? Oh, warte mal. Sind wir schneller als das Ding? Sind wir schneller als das Ding? Weiß ich nicht. Wir drücken einfach eine Kreuzschere mal. Und. Was war hier los mit dem Kopfhörer? Was war das denn? Das macht guten Damage! Shit! Und der Life-Op-Damage tötet uns das jetzt? Ich glaube nicht, oder? Ausfrieren? Was? What? Was hast du getan, Alter? Heile ich mich erstmal hoch? Töte, glaube ich, lieber. Ich töte. Wir töten lieber. Safe kill. Oh, gut. Safe killen ist einfach gut. So, sehr viel Royal ist down. Boots. Und wir überleben sogar noch, okay. Das ist krass. Zarok ist online. Zarok, willst du kämpfen oder was? Darkrai. Darkrai. So. Habe ich den noch? Den habe ich sogar noch, okay. Es wird jetzt diese Schlafattacke kommen. Von daher, Leute, mal gucken, ob es klappt. Ich bin gespannt, ob es klappt. Bitte tu es. Bitte tu es. Komm, Meister of Prediction Zero of Time. Macht jetzt was. Schläfer mich ein. Schläfer mich ein. Wuhuhu! Magieschild OP. Magieschild OP. Alter, das wollte ich schon immer einmal machen. Ein Darkrai mit der OP-sten Attacke überhaupt schlafen schicken. So, Darkrai, was tust du jetzt? Was tust du jetzt? Leiden. Ich würde sagen, da muss ich einfach nochmal Lichtschild raushauen, oder? Lichtschild und Zauberschein. Nee, brauche ich gar nicht. Ich hau gleich Zauberschein raus. Der hat noch einen Pokémon sich gerade. Zauberschein! Jo! Okay, das wird ein Twitch. So ein nicer Abschluss für dieses Battle einfach, ey. Einfach nochmal schön das Darkrai schlafen gelegt, ey. So muss das sein. Das sind Prediction Skills. Boots. Und goodbye. Darkrai. The Fangles are crying like Darkrai. Danke Dominik für den Kampf erstmal und ich hoffe, wir sehen uns gleich bei einem weiteren Battle wieder, Leute. Von daher, bis gleich. Und da sind wir auch schon im Match. Und oh, ein sehr exotisches Team, finde ich. Potrot, Absol, Zoroark, Ciana, Fiaro und Wing Shu. Okay, wie starten wir da? Ich würde sagen, ganz klassisch eigentlich mit nicht zu Garde, oder? Was machen wir denn da? Ich muss mir das erstmal überlegen, Leute. Was machen wir denn da? So, Leute, los geht's gegen Sandro. Und ich hoffe einmal, dass ich mir gut schlagen werde gegen die guten
Und ich habe mir gedacht, ich fange an mit dem guten Aquana. Mal gucken, was Sandro jetzt hier zu bieten hat. Ich habe gedacht eigentlich, dass er jetzt irgendwas vor uns setzt, weswegen wir nicht mit Ciana anfangen können. Deswegen dachte ich mir, setzen wir mal das gute, genau, das gute, gute Aquana nach vorne. Und da ich gar keinen Bock auf Potrot habe, Leute, und da jetzt er diese Attacke macht, der hier tauscht, werde ich sagen, gehen wir erstmal für... Warte mal, wir sind eh langsamer. Wenn ich jetzt ein Toxin mache... Wenn ich jetzt ein Toxin mache, habe ich gleich kein Problem mehr. Das könnte es sein. Wir gehen jetzt für ein Toxin. Damit das Ding erstmal ein bisschen verhext ist. Dann gucken wir erstmal weiter, was er jetzt tut. Tarnsteine, okay. Okay, okay. Tarnsteine. Soll er machen, ist mir recht, sage ich mal. So. Kriegen wir erstmal ein bisschen was runter von dem Ding. So. Ich mache erstmal ein Schutzschild, Leute. Ich will erstmal gucken, was der jetzt gut macht, der Gute. Und es kommt das Klebenetz. Damn it. Wir sind jetzt voll am Arsch. Ich habe keinen Spinner, Leute. Ich habe keinen Spinner. Was soll ich denn tun? Nichts. Einfach verkacken. Nein. Siedewasser. Mach irgendwas. Oh mein Gott. What? Der Gute hat einfach die rote Karte drauf. Alles klar. Habe ich kein Problem mit. Aber das Klebenetz, das ist echt eklig. Das ist echt eklig. Und jetzt kommt der Toxin. Aber das macht nichts. Schnittlauch ist eh nicht so wichtig jetzt in dem Match, meiner Ansicht nach. Das ist eh nicht so wichtig. Er kriegt auch massiven Damage. Wir sollten den jetzt eigentlich rausnehmen, den Guten. Vielleicht heilt er sich auch einfach auf. Ne, er wird 100% switchen. Er wird 100% switchen. Wenn nicht auf Fiaro sogar. Wenn er jetzt auf Fiaro switcht, wenn wir jetzt auf Aquana wieder switchen, dann können wir was machen. Dann können wir es machen. Wir probieren es einfach mal. Mal gucken, ob er das tut. Oder ob er drin bleibt vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Und gucken, was passiert. Und was macht er? Er bleibt drin, oder wie sieht das aus? Er greift Kraftteile, okay. Bleibt mir ganz recht. Aquan hat eh nicht so viele Power. Das verstehe ich nicht. Warum macht er das? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, würde sagen, er nimmt sich jetzt eh raus. Explosion kann das Ding hoffentlich nicht. Ich mach mal eine... Ja, was soll ich großartig machen? Ich kann nichts Großartiges machen. Wunschsturm würde sich auch nicht lohnen, weil ich nichts wirklich aufheilen kann. Wir machen einfach mal ein Siedewasser. Warum nicht? Warum nicht? Nimm das Ding einfach raus. Tschüss. Bevor du irgendeinen Blödsinn machst, machst du lieber gar nichts. Aber das Ding hat Steine rausgelegt, das Ding hat ein Netz rausgelegt, das Ding hat alles gemacht, was er wollte, glaube ich. Alles. Deswegen, wir sind richtig am Arsch. Ich habe mich eigentlich hochboosten müssen oder sonstiges. Aber egal, Leute, ich lerne, keine Sorge, ich bin kein Pro oder so. Ich bin noch hier am Lernen und ich spiele das, worauf ich Bock habe. Nicht irgendwie jetzt aus Competitive-mäßiges oder sonstiges. Nee, nee, Leute, ich glaube, das Ding hat Adrenalin, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken einfach mal. Linfu heißt das, oder? Weeshu? Weeshu heißt das, glaube ich, ne? Weeshu. Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. Wir gehen für ein Schutzschild. Wir predikten einfach seinen Mogelieb, der kommt. Ich denke mal, dass Mogelieb kommt. Gucken wir mal. Schutzschild. Kommt der Mogelieb? Es kommt der Mogelieb. Und der kommt nicht mehr, mein Freund. So, gehen wir für den Siedewasser jetzt, würde ich sagen. Hoffen auf einen Burn vielleicht, das wäre ultra sick. Aber die Hexgötter sind nicht bei uns, Leute. Die Hexgötter sind einfach nicht bei uns. Und das Ding, ey, wie das... Als ob das dein so ein Schlafanzug da rumlabbelt, ey. Das geht nicht klar. Zieh dich doch mal vernünftig an, Junge. Komm. Mach mal was. Er ruft zurück. Er ruft zurück. Okay, auf was ruft er jetzt? Fiaro? Illumina? Okay, okay. Wenn wir jetzt einen Burn kriegen, der mit Magieschild, ne? Dann heul ich. Dann heul ich. Dann heul ich. Er hat das Toxin geschnüffelt, wie es aussieht. Aber nee, mein Freund, wenn du ein Magieschild-Pokémon dabei hast, dann mache ich das auf keinen Fall. So, ich würde mal sagen, jetzt kommt der Zauberschein.
Von daher. Würde ich schon fast sagen, gehen wir mal auf Sylveon, oder? Sylveon. Nach Tara wäre schlecht. Unser ist auch nicht gut. Wir gehen auf Sylveon, oder? Was sollen wir jetzt... Okay, ja, doch, oder? Ja, doch. Wir gehen auf Sylveon. Wir gehen auf Sylveon, Leute. Wir gucken mal, was jetzt passiert. So. Steine natürlich wieder. Klebenetz natürlich. Das ist alles jetzt richtig scheiße, ey. Unser Internet ist so am Arsch und er boostet sich hoch. Nice. Das freut mich ja überhaupt nicht. Oh, Mann. Bam. Wie machen wir das? Wir sind langsamer. Arc. Schallwelle macht jetzt noch Damage. Ich bin hier Überreste drauf. Oh, ich weiß nicht, ob eine Schallwelle jetzt noch Damage macht. Ich glaube nicht. Ja, er boostet jetzt hoch des Todes, Leute. Ich kann nichts dagegen machen, wenn er sie hochboostet und wir nichts Mäßiges dabei haben, irgendwie so. Priority-mäßig oder sonstiges. Das ist echt scheiße. Boah, die Schallwelle macht trotzdem so viel Damage. Das ist krass. Das ist ehrlich krass. Wir machen noch zweimal Schallwelle auf jeden Fall. Na, gucken wir einfach mal. Morgengrauen. Oh no! Du Hund, du. Du bist ein verdammter Hund. Vielleicht kriegen wir gleich mal irgendwie einen Crit oder so. Mit ganz viel Luck. Ich glaube aber nicht. Will ich jetzt nochmal für Gedankengut ansetzen? Sonst setzen wir jetzt mal für Gedankengut an. Machen wir Gedankengut mal, wa? Er macht Gedankengut. Machen wir auch ein Gedankengut. Gedankengut, alles gut. Plus 3 ist der jetzt schon, der Hund, ey. Aber was du kannst, mein Freund, kann ich auch. Und noch viel besser. Von daher, bam, 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 bam. Wir heilen uns hoch. Das du kannst, kann ich auch. Dann machen wir nochmal Gedankengut. Wer kann denn am besten Gedankenguten? Zauberschein. Der Damage ist stark. Bop. Aber ich glaube, dass wir gleich noch etwas mehr Damage raushauen werden, mein Freund. Mal überlegen. Wenn er jetzt noch einen Zauberschein macht, sollten wir nicht in den... Ah doch, wir kommen in den gelben Bereich. Das heißt, ich muss jetzt angreifen mit Schallwelle. Greifen wir jetzt an mit Schallwelle. Er macht dann tatsächlich nochmal Gedankengut, ey. Und gleich heilt er sich wieder hoch und haben wir das Ganze dann aber wieder von vorne, Leute. Jetzt wird es endlos so gehen. Ich hasse so stallige Battles eigentlich. Komm, crit doch einfach mal oder so. Komm, Justice. Justice for me. Er macht jetzt eh wieder sein Gedanken... Ne, er macht jetzt sein Morgengrauen. Wenn wir jetzt nochmal Gedanken machen und dann eine Schallwelle rausballern... Ja, wir probieren es einfach nochmal. Nein, es kommt der Zauberschein! Willst du mich verarschen? Oh Mann, da spielt der Team Risky und kriegt auch noch seinen Willen, ne? So ist es. Oh, das ärgert mich jetzt. Ich hätte das Ding locker easy rausnehmen können. Mann! Jetzt heilt er sich wieder hoch, safe. Ja, war klar, ist klar. Was soll er großartig machen? Aber das Ding ist, wir sind jetzt wieder plus 1, das heißt, wir kommen jetzt in die Range vom Gelben, wenn nicht mehr sogar. Easy! Ich würde sagen, jetzt haut er gleich nochmal mit einmal rauf. Das Ding ist aber, wir werden gleich easy rausgenommen einfach. Das heißt, das Jana kriegen wir weg, das ist kein Problem. Wir haben den Sweep verhindert sozusagen. Aber uns hat es das auch nichts gebracht. Wir haben gleich noch Zauberschein, okay, ich wollte gerade sagen, Morgengrauen wieder? Nee, Zauberschein. Wir haben auch noch einen Death Order. 9. Wie das klingt, ey. Wir haben einen neuen Death Order, der plus 3 ist. Ja, ist einfach so. Ich kann da nichts gegen machen. Das Ding hält einfach, obwohl... Naja, komm, das Ding hat 50 KP oder so. 59. Das Ding hält nicht mehr viel aus. Ich muss mich beeilen. Gleich spielt Deutschland, Leute. In 17 Minuten Wischu. Ja, komm, da kommt gleich das Safe, Mogelieb und alles. Dann sind wir im Arsch. Komm, den Mogelieb, den predikten wir. Mal, was soll er sonst machen? Kommt jetzt einfach Mogelieb. Würde ich fast sagen. Wenn jetzt ein Mogelieb kommt, da sind wir eigentlich mit unserem Zygarde gut dabei.
Also, mit unserem Nicht-Zygarde, meine ich. Weil, was kann das Ding sonst noch? Atomkick kann das Ding noch. Und was sonst? Oh, das Ding kann, glaube ich, Steinkante auch einen Abschlag. Oh, shit. Kann überlegen. Gerade am Überlegen. Und mein DS ist gleich leer. Das DS-Aufladekabel wird uns mal helfen, Leute. So, und dann sind wir wieder dabei. Das ist prima. Und ich gehe für Üffeltal. Für Üffeltal! Für unser gutes Aquana! Hast du damit gerechnet, mein Freund? Hast du damit gerechnet? Steine, Klebenetz. Ja, ja, wir kennen das ganze Prozedere. Brauchst du uns nicht erklären. Brauchst du uns nicht erklären. Es kommt die Kehrtwende. Okay. Alter, das war krass. Das war krass viel. Wenn ich jetzt auf Tiana gegangen wäre, das Ding wäre One Hit Down gewesen. Krasse Kacke. Und da ist ein Nova Phoenix. Ich würde sagen, wir sterben. Wenn ich jetzt ein Schutzschild gebe, wenn er jetzt nicht hochboostet, dann sind wir tot. Dann sind wir einfach tot. Wir sind einfach dead, Leute. Aber wie kann man so ein Nova Phoenix Sweep jetzt verhindern? Ich kann nur für Siedewasser gehen. Was anderes kann ich nicht drücken. Nachtflug, was? What the fuck? Die Attacke kenne ich gar nicht. Es ist ein fucking Zorua. Shit. Und da draußen beißen sich Pfiffis. Oh, shit. Zorua ist da. So, Blitzer. Verdammt. Was hat er noch? Was hat er noch? Ja, komm, wir müssen. Ich mache einen Ward Switch. Ich mache einen Ward Switch erstmal. Es kommt wieder die Nachtflut. Das ist gechoiced. Der macht guten Damage, Alter. Der macht guten Damage. Ja, es ist safe in so Rohr. Und er hat den Fokus gut drauf. Shiddly shit! Oh no's. Oh no's. Oh no's. Gehen wir für Xerneas. Bam. Oh shit, oh shit, oh shit. So, mit was willst du uns jetzt denn beglücken, mein Freund? Mit irgendeinem Scheiß? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir scouten erstmal eine Runde lang. Er ruft sogar zurück. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich würde erstmal nur gucken, was er tut. Das ist krass. Das ist sogar sehr krass. Okay. Wir wechseln. Vielleicht denkt er auch, dass wir wechseln. Bleiben drinne. Warte, das Typ ist. Das Ding ist pur Kampf. Wait a second. Wait a second. Mann, das kann ich mir aber auch nicht erlauben. Ich kann meinen Nachtara hier nicht opfern. Das geht nicht klar, Leute. Das geht nicht klar. Er geht eh für Kehrtwende oder sowas wieder. Das Ding ist, ich habe keinen Switch für Kehrtwende. Ich habe keinen Switch für Kehrtwende. Ich gehe auf Sylveon, Opfer ist. Das andere bleibt mir nicht über. Ich habe keine andere Opportunity. Kommt die Kehrtwende? Kommt die Kehrtwende oder Mogelieb? Was kommt jetzt? Es kommt die Kehrtwende, okay. Das Gute ist, wenn er uns mehr jetzt rausnimmt, dann darf er ein Pokémon einsetzen. Das ist ein Ernst? Diesmal solltest du sterben, Mann. Und überlebst einfach. Mann. Blinara. Ist dein Ernst? Oh, jetzt kommt der Nova Phoenix. Jetzt ist er da. Und jetzt wird er ausrasten, Leute. Jetzt wird er ausrasten. Wenn das Ding Sword Dance kann, ich bin am Arsch.
Ich bin einfach am Arsch. Komm, wir drücken es. Komm, hau mich weg. Sturz Luke. Ja, komm. Da brauchen wir uns nichts vormachen, Leute. Entweder Fiyaro wird jetzt einen Sweep ansetzen und uns komplett auslöschen. Oder wir handeln das Ding irgendwie noch. Ich weiß nicht, wie man ein Fiyaro jetzt noch handeln soll. Aber wir gucken. Wir gucken. Wir werden nicht kampflos aufgeben. Xerneas wäre ganz gut. Wenn ich Xerneas aufheilen, beziehungsweise Xerneas Wunschtraum mache. Genau, das mache ich mal. Ich versuche Blitzer auf voll zu heilen. Wir gucken mal, was er jetzt probiert hier oder was er denkt, was ich mache. So, Kleben jetzt gefangen, das ist ja alles schön und gut. So. So, machen wir jetzt erstmal einen Wunschtraum. Eine Wunschtraum erfüllen wir uns jetzt. Mein Junge. Sturzflug. Okay. Second choice? Werden wir sehen. Warte mal. Der Damage ist schon massiv, ja. Ist schon ganz krass. Aber wir haben jetzt zum Glück ein bisschen, ein paar Wünsche. Nein! Och nö, Leute, ist nicht euer Ernst. Nein. Ein freaking DC, what? What? Oh Mann, das ist nicht euer Ernst. Ich hätte das doch so geil umspielen können, Leute. Das wäre fresh gewesen. Das wäre echt cool gewesen. Mann. Are you fucking kidding me, guys? Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Gut. Ich würde sagen, Leute, wir belassen es erstmal dabei. Bei dem Kampf jetzt. Es tut mir leid, Sandro. Wir werden auf jeden Fall unseren Kampf wiederholen. Das verspreche ich dir. Weil ich hätte da noch so ein paar Tipps und Tricks gehabt da so, ne? Also, wie gesagt, Leute, ich mache wirklich nur Fun-Duelle. Ich mache hier keine der höchst competitive Duelle, außer ihr sagt jetzt, ey, kämpfe mit dem besten OU-Team, dann werde ich mir das beste oder eines der besten OU-Teams nehmen. Werde damit spielen, werde mich damit ein bisschen einspielen, ein bisschen mit befassen mit. Ich habe ja keine Ahnung von den ganzen Meta und sowas, Leute. Da werde ich mich alles mit reinfummeln, auch in die ganzen Pokémon, die werde ich mit den Moves und mit den, die werde ich werten und mit den Fähigkeiten. Das kommt alles noch, Leute. Ich will jetzt aber erstmal ein bisschen Spaß haben mit den jeweiligen Teams, hier mit Evoli halt oder mit Starter oder sonst was halt, mit den ganzen Regionen, Leute. Bitte versteht das. Und ja, ich hoffe, dass euch der Wi-Fi-Partner wieder gefallen hat, Leute, nach langer, langer Zeit. Wie gesagt, es werden jetzt öfter Wi-Fi-Battles kommen. Ich habe jetzt mehrere Teams auch mit zusammengebaut mal, um halt ein bisschen was auf Platte zu haben. Und ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, was für ein Team ihr nächstes Mal sehen wollt. Wollt ihr wieder das Evoli-Team sehen? Wollt ihr ein anderes Team sehen? Wollt ihr ein Johto-Team sehen? Wollt ihr wieder ein Kanto-Team sehen? Wollt ihr ein Starter-Team sehen? Ein Pokémon-Team rund um ein Pokémon? Schreibt es einfach in die Kommentare, Leute. Das war's auch von mir. Haut rein, euren wunderbaren Tag. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, das unterstützt. Das unterstützt mich, den Kanal, natürlich unsere Community, eure Leute. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao!